Ein strahlendes Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. In diesem Video geht es um Sympathie, Mitgefühl und Empathie. Ich habe hier für dich mal eine Folie rausgesucht, wo ich quasi erstellt habe. Und da gehen wir mal drauf ein auf diese Folie. Ich wünsche dir jetzt viel Spaß. Lass uns loslegen. Let's go im nächsten Video. So, jetzt werde ich meinen Bildschirm freigeben. Dann siehst du auch diese Folie. So. Keine Panik. Das ist jetzt quasi nur eine Bildschirmübertragung. Wenn quasi ein bisschen verpixelt ist, liegt es nicht an diesem Bild, sondern an der Bildschirmübertragung. Es geht, wie gesagt, um Sympathie, Mitgefühl und Empathie. Du siehst ja quasi auch hier das Beispielbild. Diese drei Dinger. Und was bedeuten diese drei Bilder, diese drei Wörter? Sympathie, der eine liegt unten auf dem Boden und der andere steht oben an der Kante und sagt, ich komme zu dir. Also er springt dann zu ihm runter und hilft ihm vielleicht raus oder will zwar auch irgendwie mit ihm zusammen da unten sein, also ihm auch vielleicht wieder aus diesem Loch rauskommen. Der andere Typ, das Mitgefühl, wie ihr seht, liegt der eine auf dem Boden, der andere sitzt am Graben auf einem Stuhl und sagt zu dem anderen, nur Mut, mein Armer, ich bin bei dir, bedeutet, er hilft nicht aus diesem Graben raus. Er hat quasi nur Mitgefühl gegenüber dem anderen. Er hat quasi auch ein, wie sagt man dazu, ein Schamgefühl quasi. Und er möchte quasi dem anderen nur schaden, weil er jetzt da unten liegt, weil er jetzt nicht rauskommt. Das ist das Thema Mitgefühl. Und das Thema Sympathie ist quasi einer der Sachen, der sagt, ich komme zu dir, ich helfe dir raus. Und was bedeutet dann Empathie? Der eine steht, wie gesagt, hier wieder am Graben, hat ein Seil und sagt, halt dich fest, ich hol dich raus. Na, jetzt musst du sagen, Sympathie und Empathie sind teilweise gleich. Der eine springt runter und will ihm vielleicht raushelfen, aber dann kommt er selber nicht raus. Ne? Und bei Empathie, er steht da runter, er hat quasi wahrgenommen, dass er raus möchte, also hat er quasi eine Lösung gefunden, indem er quasi zu dem anderen sagt, hier, ich habe ein Seil, ich ziehe dich jetzt raus, halt dich fest. Das ist quasi der Unterschied. Und der Unterschied zwischen Sympathie und Empathie und dem Mitgefühl ist quasi, Mitgefühl, der hat nur es nicht verstanden, derjenige, wo ein Mitgefühl entwickelt gegen andere, er will quasi dem anderen nicht helfen, dass er quasi aus dem Rahmen bekommt, aus dem Loch kommt. Das ist egal, in welchem Loch es ist, ob du jetzt quasi in diesem Loch bist, in einem Graben liegst, ne, bildlich gesehen, wie hier, oder halt quasi auch in einem beruflichen Loch jetzt liegst, wo der andere sagt, nur Mut, du Armer, ich bin bei dir. Das ist quasi dieses Mitgefühl. Und Sympathie und Empathie sind quasi in der Hinsicht gleich. Der eine will zu ihm und will ihm vielleicht raushelfen, aber dann kommt er wieder ja nicht raus. Also braucht er auch wieder Helfer. Deshalb ist die Empathie da, wo er sagt, komm, halt dich fest, ich ziehe dich da raus. Wir gehen gemeinsam den Weg, wo du hin möchtest. Und so kannst du quasi diese drei Wörter verinnerlichen, auch mit diesem Bild. Genau, da kannst du jetzt quasi diese drei Bilder auch so verinnerlichen in diesem Bild, wo ich dir jetzt auch erklärt habe, was diese drei Wörter auch bedeuten.
Wenn du noch mehr wissen möchtest, schreib es gerne in den Kommentaren, denn dein Feedback ist mir wichtig. Ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag, have a nice day und hab immer Sympathie und Empathie mit deinen Mitmenschen. Denn deine Mitmenschen haben nämlich eine Herausforderung, die du lösen musst.